mein Traum mit der Akademie ist, dass ich dass da eigenständige junge Frauen mit einer super Handballausbildung rauskommen. Also man muss eigentlich zurückgehen ins Jahr 2015 und da ist der Grundsatzentscheid gefällt worden, jawohl, wir investieren in den Frauenbereich. Und dann kam schnell die Idee Akademie, um wirklich relativ schnell den Anschluss an der weiteren Weltspitze zu schaffen, brauchen wir Akademie. Die Handballakademie ist ein Projekt, um den Schweizer Frauenhandball weiterzubringen, näher an die erweiterte Weltspitze. Und da habe ich gesagt, da will ich sehr, sehr gern ein Teil davon sein, dass wir bringen die Mädels von diesem Niveau bis international Top-Niveau. Und ich kann gleich sagen, dass ich sehe Weltklasse-Möglichkeiten bei diesen Spielerinnen. Also ich fühle mich sicher sehr geehrt, dass ich diese Chance habe bekommen und gebe auch immer mein Bestes, um dem gerecht zu sein. Die meisten, die nicht gerade hier in der Nähe wohnen, sind in einer Gastfamilie. Leben die Woche durch dort, gehen trainieren hier, Athletik, Handball, essen auch hier, gehen hier in die Schule und gehen dann jeweils am Freitagabend ins Vereinstraining und spielen am Wochenende dann mit dem Verein. Es ist etwas anders als jetzt im Verein, weil halt auch sehr viel Wert auf Technik gelegt wird. Und das war eigentlich auch recht krass am Anfang. Du hast gemerkt, wie du einfach in wenigen Wochen schon einen viel besseren Wurf einfach gehabt hast, weil du auf die einzelnen Punkte der Technik geschaut hast. Im Mentalbereich, die wissen, wenn die hier trainieren, ich sage das auch immer für die Spielerinnen, hier ist eure Möglichkeit, eine Profikarriere im Ausland zu bekommen, wo ihr müssen mega hart jeden Tag arbeiten, dann wäre diesen Erfolg möglich. Ausschlag war das was, wirklich was Neues auf einem Standard, den es in der Schweiz in der Form noch nicht gibt. Ich sehe Spielerinnen jetzt von Akademie nach eineinhalb Jahren mit selben Körper wie die Profis, wer rumläuft läuft in Dänemark oder in Deutschland etc. Und das da hat Eum einen mega Anteil. Es ist unglaublich, wie sich die Gemeinschaft, die Mannschaft, die Spielerinnen entwickelten in eineinhalb Jahren. Aber viele Länder in Europa schauen schon hier zu und was machen die in Eum mit den Spielerinnen da, weil das ist eine super Entwicklung. Und das ist mein Traum, dass diese Entwicklung weitergeht und wie gesagt, dass die Ergebnisse wäre die Spielerin, dass die Einzelentwicklung spürt man dann auch am Ende.